Ja, na gut. Dann machen wir mal einfach weiter. Level 4. Ja, Neuling immer noch. Schreite deine Kerl um einen Auflieger. Ja, aber ich brauche noch einen Aufliegerhändler irgendwo her. Wo finde ich sowas? Ich hätte gern einen Aufliegerhändler. So, von Kalle. Nee, bestimmt nicht. Wir sind in Köln. Suche Köln. Versandort. Absender Empfänger. Krieg ich gerade Nachrichten über Steam. Ich weiß nicht, ob ihr das mit auch gehört habt. Das kann man ja Versandort, ne? Da, Deutschland, Köln. Nach Dortmund, Kassel für 19, für 20, nach Lüttich wollen wir nicht wieder. Also für 19 kommen wir Richtung Kassel, das hört sich gut an. Luxemburg. Nach Luxemburg wollen wir nicht zurückkommen, wir wollen mal wieder Richtung Kassel fahren. Dann nehmen wir den hier. Angebot läuft ab in 8 Minuten. Schaffen wir das noch? Freitag 3 Uhr 6 bis 10 Uhr. Ich glaube, das schaffen wir wiederum nicht mehr, ne? Und wenn wir den hier nehmen. Wir fahren da erstmal hin. Es ist ja noch nicht. Ist ja erstmal das Ziel einstellen. Obwohl, doch, das müssen wir noch schaffen. Wir sind ja in Köln, wir müssen ja nirgendwo großartig mehr hinfahren. Düsen wir da mal eben drüber. 10 Minuten angeblich. Wobei, wir können noch mal eben schnell reinschauen. Was haben die? Ah, nichts. Die haben, glaube ich, nichts. So, okay. Brettern wir da mal eben drüber. Pause, ist alles geregelt. Tank schaffen wir auch noch locker. So. Müssten wir ja eigentlich schaffen. Angebot läuft ab in 8 Minuten. Weiß halt nicht, ob das jetzt gleich weg ist oder nicht. Wenn wir hier natürlich 1000 rote Ampeln haben. Ansonsten der andere Auftrag, der wäre da gewesen, wo wir eben waren, komischerweise. Wo er mir eben nichts mehr angezeigt hat. So, ja. Ich finde es aber auch geil, dass sie hier Automarken genommen haben. Also, dass man die auch deutlich erkennt als so solche. Das war knapp. So. Köln-Kassel. Perfekt. Den wollen wir haben. Steht da hinten der Auftrag. Dann gönnen wir uns den auf jeden Fall auch.
Dann kommen wir auf jeden Fall ein bisschen Richtung Heimat. Keine Ahnung, was uns das bringt. Aber ich würde dann gerne in Hannover, glaube ich, mal ein bisschen rumfahren. Gucken, ob man da irgendwo einen Aufliegerhändler findet. 4 Stunden. Wann sollen wir da sein? Bis 10. Ja, das schaffen wir locker. Das schaffen wir ganz locker. Da brauchen wir keine Hektik machen. Da kommen wir sehr gut hin. Okay. Dann in gewohnter Manier. Ich muss mal eben, weil ich hier irgendwas nicht sehe. So, jetzt wieder ins Spiel rein. Mir war die Taskleiste war tatsächlich im Weg durch die Nachricht, die ich bekommen habe. Die hat mich hier in meinem Bild eben immer ein bisschen gestört, fand ich ätzend. Aber jetzt können wir weitermachen. So, machen wir mal wieder. Oh, Fernlicht an, dass wir auch ein bisschen was sehen. Da kommt eine Ampel. Ja, die wird gerade rot. Ah, jei, jei, jei. Als LKW-Fahrer hat man es echt nicht leicht, oh, meine Fresse. Zumindest nicht als Selbstständiger. Und das muss ich mal sagen, also ich bin noch nie selbstständiger LKW-Fahrer gewesen oder aber genauso stelle ich mir das vor, dass du überall anrufst, guckst, wo kann ich jetzt von wo aus als nächstes hinfahren, ne? Wirtschaftlich muss es ja sein, dass man so gut wie keine Leerfahrten hat. Weil jede Leerfahrt ist ja verschwendetes Geld im Grunde. Und es ist Freitag, ne? Passt irgendwie auch. Zum Wochenende möchte man auch gerne nach Hause, also sucht man sich auch was nach Hause führt. Von daher eigentlich gerade passend. Achtung, Kurve steht da. Wenn ich will, der hat es wohl schon. Er hat ein bisschen Angst hier zu fahren, habe ich das Gefühl. Dann soll er uns vorbeilassen. So, können wir auch locker wieder reinziehen. Das darf einem echt nicht passieren. Das kann einem das Leben kosten. Ich habe auch gestern mal versucht, ich weiß aber nicht, ich bin da glaube ich zu doof wieder mal zum Einstellen. Ich wollte mal über alle drei Monitore spielen. Aber irgendwie kriege ich es nicht hin, dass er das auf allen dreien als Vollbild macht. Beziehungsweise ich hatte es einmal kurz, dann waren die aber irgendwie alle vertauscht, dann wollte ich es einstellen. Und ja, hat irgendwie dann doch nicht mehr funktioniert. Würde mich ja mal interessieren, ich würde wahrscheinlich nicht dauerhaft so zocken, aber ich wollte es mir einfach mal angucken, weil cool ist das mit Sicherheit. So ab und zu mal. Was haben wir noch? Ach, 3,5 Stunden noch. Lange Fahrt auf jeden Fall. Na gut, Kassel, ne? Kasseler Berge sind wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff. Und ich vermute jetzt auch mal, dass wahrscheinlich, wenn sehr viele Leute, die das gucken, sehr viele Leute von euch, die das gucken, entweder
Jugendliche sind oder tatsächlich auch LKW-Fahrer. Und ich glaube, gerade den LKW-Fahrern ist Kasseler Berge im Begriff, deswegen kommt wahrscheinlich auch die über 3 Stunden da zustande. Bloß nicht umkippen. Sollte aber bei der Geschwindigkeit nicht passieren eigentlich. Ja, und jetzt zieh hoch, schön aus dem Drehzahlkeller. Dafür sind die LKWs ja gemacht, dass sie bei 1000 Umdrehungen schon weiß ich nicht wie viele Newtonmeter haben. So, auf der A, was, auf der A45? Ja, wir kommen hier auch aus Richtung Köln. Bremen, Hannover, Osnabrück, jawohl. Ich war irgendwie gerade der Meinung, wir wären auf der A7 gerade unterwegs, aber wir müssten wir ja aus dem Süden kommen. Und das tun wir gerade nicht. So, hier sind wieder Radarkontrollen, okay. Kassel-Dortmund, ich glaube, hier können wir wieder runterschmettern. Immer nicht. Ich glaube, ich werde mal versuchen, die Kamerasteuerung auf den anderen Stick hier zu legen. Wenn wir in Kassel angekommen sind, gucke ich nochmal in die Option, ob ich die Kamerasteuerung auf den anderen Stick hier legen kann. Dann brauche ich nicht jedes Mal zur Maus greifen. Das hätte natürlich noch mal was. So, Tank. Ja, tanken müssen wir nicht. Damit kommen wir noch bis nach Hause. Da überholt der hier eiskalt. Ich darf gar nicht schneller. Leider. Ich möchte jetzt echt nur ungern tanken. Zumal bislang sind wir auch schon verdammt viel gefahren mit der kompletten Tankfüllung. Wenn ich überlege, die 500 Kilometer Leerfahrt, die schon scheiße waren. Wir haben, ja, guck mal, 739 Kilometer bislang schon gefahren. Das kann aber nicht sein. Nee, 700, das ist die, haben wir noch die Anzahl, 700 Kilometer haben wir noch. Wir sind gefahren 1800 Kilometer bis jetzt. Na dann. Das ist noch nicht so viel. Hätte schon ein bisschen mehr erwartet. 1800 erst? Waren schon in England. Ja gut, okay. Aber es müssten trotzdem schon mehr sein. Sag mal, einmal Norddeutschland, Süddeutschland und einmal durchfahren sind etwas über 1000 Kilometer. Wir waren jetzt schon in vier verschiedenen europäischen Ländern unterwegs. Okay, gut, zwei Fährfahrten, das darf man jetzt nicht vergessen. Das zählt dann natürlich wieder nicht dazu. Ja, bin ich mal gespannt. Wenn wir unsere 10.000 Kilometer knacken. Ob wir das überhaupt mit unserem LKW selber schaffen, man weiß es nicht. Alter Schwede. Ja, Kollege, so ist das, wenn man an der Berg oder vor einer Bergkuppe, die auch noch eine Kurve beinhaltet, überholen möchte, ne? Dann kann das sein, dass man auch mal mit Gegenverkehr rechnen muss. So, 82, jetzt kommt er zum Überholen.
Er kriegt erstmal die Lichthupe von mir, weil er nicht ganz sauber ist. Spinner. So. Man muss sich ja auch über irgendwas hier aufregen können, verdammte Scheiße. Sonst wäre das viel zu langweilig.